Sag mal, tickst du noch richtig? Steff, wir beide, du und ich, wir können alles erreichen. Nee, ohne mich. Ich zahle ihn, ja? Geht alles zusammen. Wenn du jetzt gehst, was dann? Hast du Angst, dass ich dich bei Blumberg verpfeife? Tust du's? Du bist ein Arsch, aber du bist immer noch mein Freund. Wenn du mein Freund bist, dann lass mich nicht hängen. Steig bei mir ein. Scheiße, ich hab's Portemonnaie vergessen. Dann lass mal, ich mach schon. Wohnst du gar nicht mehr bei Melanie? Ging ja schnell mit deiner Wohnung. Könnte zu groß sein. Ja, noch jemand Tipp auf Lager? Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Hm? Die Laus bin ich. Muss ich hier jetzt schon wieder über deinen Scheiß steigen? Das gibt's doch nicht. Nein, nein, kein Problem. Ich räum's gerne weg, wenn die Diva es wünscht. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich? Du willst doch, dass immer alle nach deiner Pfeife tanzen. Dann sei doch froh, dass du nicht mehr bei mir übernachten musst. Oh ja, das bin ich. Übrigens, das hier hast du vergessen. Oh, was ist das denn? Noch nie ein BH gesehen? Ihr beide müsst mal zügig in die Neutorstraße. Da gibt es große Verkehrsprobleme wegen der Verlegung einer Baustelle. Sag mal, wisst ihr, warum Madis bei Melanie rausgeflogen ist? Frag ihn. Ich würd's lassen. Die Kontrolle über den Wagen verloren, aber war schon bewusstlos, als wir ihn rausgezogen haben. Aha. Hallo? Können Sie mich hören? Ja. Wir machen den Rest im RTW, ist einfacher. Jo, okay, alles klar. Gerade gefunden. Keine Papiere. Allergiepass. Okay, alles klar, dann kriegt er die ganze Rutsche. Und zwar 1:10 Supra, Cortison, Flemastin und Ranitidin. Er hat einen anaphylaktischen Schock. Allergieschock. Aha, wovon? Ihr seid die Detektive. Nehmen wir den ganzen Kram mal mit. Oh nee.
Bin mir sicher, an deinem Auto würde man noch mehr Schätze finden. Ja, ja. Peter 21 für 21-2, Anton, komm. Peter 21 hört. Wolle, machst du uns mal bitte eine Halterabfrage für das Fahrzeug HABS 1322. Der Wagen steht hier in der Einfahrt von der Baustelle. Ich fahr den gleich mal weg, dann müsste ihn jemand abholen. Danke. Jo, das verstanden, Peter 21-2. Ich glaube nicht, dass es reicht, wenn du nur Fotos machst, um rauszufinden, was den allergischen Schock ausgelöst hat, oder? Wir müssen das alles mitnehmen. Na gut. Tüte? Hab ich selber. Wolle, was ist das? Das ist ein schöner, heißer Melissentee. Der wird euch beiden gut tun. Der entspannt und harmonisiert. Ich pfeife auf Harmonie. Und wenn ich entspannen will, fällt mir sicher was Besseres ein. Lass den Cowboy stecken, das beeindruckt hier niemanden. Danke, Ron, das ist total süß von dir. Harmonie genug? Nach Faru mit anaphylaktischem Schock. War noch jemand dabei? Nein, aber er hatte keine äußeren Verletzungen, war schockig und hatte spastische Atemgeräusche. Außerdem ist er gegen so ziemlich alles allergisch, was es gibt. Hier, das hat er bei sich. Oh, das wird schwer, den Auslöser zu finden. Ja, ich muss den auch leicht sedieren. Das heißt, er ist nicht gut ansprechbar. Okay, wir machen BGA-Labor und Kreislaufüberwachung. Nicht erschrecken. Sie hatten einen Unfall, aber Sie sind jetzt im Krankenhaus. Wir kümmern uns um Sie. Ich bin Dr. Jonas, die behandelnde Ärztin. Wir geben Ihnen jetzt eine Infusion, damit sich Ihr Kreislauf stabilisiert. Suchen Sie Ihren Allergieausweis. Keine Angst, den haben wir gefunden. Alles wird gut. Keine Sorge, wir wissen, auf welche Medikamente und Lebensmittel Sie allergisch reagieren. Sie hatten einen allergischen Schock. Können Sie mir sagen, wie das passiert ist? Irgendwas hat mich in den Hals gestochen. Mhm. Vielleicht eine Wespe oder irgendwas? Mhm. Wo denn? Oder irgendwas. Und dann ist mir schlecht geworden. Ah. Ich brauche mal eine Kamera. Ja. Bin begeistert. Hast du Offroad-Erfahrung? Wenn der Bausand vor unserer Haustür dazuzählt, dann ja. Ich habe mit den Bauarbeitern gesprochen. Der Wagen kann ja stehen bleiben. Super. Danke. Warte. Na los, schnell. Warte. Hast du? Moment. Warte. Ich krieg's nicht. Alter, jetzt. Na super. Zu spät. Schauen wir mal, wer da angerufen hat. Hallo, Steff. Jungpicker 21, Sie haben gerade hier. Der gewünschte Gesprächspartner. Scheint so, als würde dieser Niklas nicht mit der Polizei sprechen wollen. Oder mit dir. Siehst du das da unterm rechten Ohr? Ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht aus wie ein Insektenbiss. Mhm, ziemlich großes Insekt, ne? Etwa eine Fledermaus? Nicht, dass Dracula in Altona umgeht. Seit wann sind Fledermäuse Insekten? Hm? Außerdem müsstet ihr euch ja keine Sorgen machen. Die stehen ja eher auf Jungfrauen. Und Notärzte, die dumme Fragen stellen. Unterschreiben, bitte. Informierst du bitte die Angehörigen? Ja. Clara Lautner. Das ist bestimmt die Mutter. Wer heißt denn heute noch Clara?
Mein Patenkind zum Beispiel. Ups. Ich habe eure Halteanfrage gemacht. Entschuldigung. Vielen Dank, junge Frau. Ja. Das Unfallfahrzeug ist auf Neutekkenbüro Blomberg zugelassen. Dann rufe ich da gleich mal an. Habe ich schon gemacht. Der Wagen wird von einem Architekten Steff Lautner gefahren. Mitarbeiterin holt das Auto nachher ab. Gut, dann schreibe ich gleich das Protokoll, ja? Ja. Haben die zwei sich angekriegt? Was ist denn da eigentlich abgelaufen? Das würdest du gerne ganz genau wissen, was, Wolle? Hat uns aber gar nicht zu interessieren. Ach, aber zugucken, wie die beiden sich zerfleischen? Ich versuch mal zu vermitteln. Das ist zwecklos. Na los, raus mit der Sprache. Was ist da los bei Mathis und dir? Ach, der steigt jedem Rockzipfel nach. Jetzt ist doch nichts Neues. In meiner Wohnung aber schon. Oh, verstehe. Er hatte Damenbesuch. Gestern stand in meinem Bad eine nackte Blondine. Und ich hatte die da nicht hingestellt. Schön. Und dann? Habe ich ihr höflich die Tür gezeigt. Höflich? Du hast dich aufgeführt für eine Despotin und mich vor Lilly zum Deppen gemacht. Ach, da ist das Problem. Es geht gar nicht um deine Tussi, sondern um deine verletzte Eitelkeit. Jetzt hört doch mal auf. Um meine, was ist denn mit deiner Eitelkeit? Kann es sein, dass du es nicht ertragen kannst, wenn ich mit anderen Frauen zusammen bin? Denk mal drüber nach. Bitte? Und sonst solltest du so einen Aufstand machen? Weil meine Wohnung kein Stundenhotel ist und weil ich gerne wüsste, mit wem ich mein Bad teilen muss. Du wolltest bei deiner Mutter übernachten. Ich kann nichts dafür, wenn du deine Pläne änderst. Es ist meine Wohnung und ich komme, wann ich will. Ich melde mich nicht an oder ab. Ist das klar? Ich sag's ja, Despotin. Ich habe da eine treffliche Fortbildung für euch. Innerbetriebliche Kommunikation im Polizeialltag. Habe ich schon gemacht. Vergessen mitzuschreiben. Gibt es irgendetwas, was ich wissen muss? Nein, privat. Dann regelt das auch bitte privat. Wir sind ja nicht im Kindergarten. Jetzt gebt euch bitte die Hände. Ich denke, wir sind hier nicht im Kindergarten, oder? Wie bitte? Nichts. Ja, dann. Ist was? Wir sollen zu Jasmin. Die will uns was zeigen. Wir haben staunen, hat sie gesagt. Ich habe halt schon genug gestaunt. Wie geht es meinem Jungen? Kann ich zu ihm? Ja, wenn Sie mir sagen, zu wem Sie wollen. Zu Steff Lautner. Sie haben mich doch angerufen. Ich erkenne Ihre Stimme. Ach, dann sind Sie Clara Lautner, die Mutter? Ja, genau. Ja, kommen Sie, ich bringe Sie zu Frau Dr. Jonas. Wir machen das schon. Wir haben den gleichen Weg. Wir waren beim Unfall Ihres Sohnes dabei. Unfall? Ich dachte, mein Sohn hatte einen allergischen Schock. Es ist auf jeden Fall ein Spinnenbiss. Vermutlich von einer Vogelspinne. Oh Gott. Eine Spinne? Ich dachte immer, diese Bisse seien tödlich. Nein, die sind nur gefährlich für Allergiker. Da kann es dann durch den Biss zum Kreislaufzusammenbruch kommen, durch die Immunreaktion. Da geht's dann um Minuten. Aber Ihr Sohn hatte wirklich Glück, dass die beiden sofort Hilfe geholt haben. Danke. Ja, dafür sind wir da. Und ich habe bei der Spinne im Auto gesessen. Na, dann hast du ja jetzt Übung. Worin? Ja, einer muss sich doch ums Tier kümmern. Er sieht so blass aus. Keine Sorge. Wenn Frau Dr. Jonas sagt, es ist alles in Ordnung, dann ist es auch so. Ist es nicht ungerecht? Was? Dass es immer meinen Sohn trifft. Reagieren Sie auf irgendetwas allergisch? Auf den einen oder anderen Kollegen schon. Steff muss sein Leben lang aufpassen. Aber eine Vogelspinne im Auto, da kommt man doch im Leben nicht drauf. Ja, da haben Sie recht. Frau Lautner, alles in Ordnung? Na, dann machen wir uns mal auf Spinnensafari.
Sag mal, sollen wir uns nicht doch lieber einen professionellen Tierfänger bestellen? Ja, was denn? Ich weiß ja gar nicht, wie wir das wieder reinkriegen. Du sagst ja einfach, halt, stehen bleiben, Polizei! Beine hoch. Und dann legst du ihr Handschellen an. Vorsicht! Nicht, dass sie dein behaartes Männerbein hochkrabbelt. Ist so schön warm im kalten Hamburg. Hans? Glas. Ja. Was, Susi? Ist sie drin? Jo, ab sie! Ja, die sieht doch ganz drollig aus. Dann guck mal in eins ihrer acht Augen, dann sagst du das nicht mehr. Hat sie sich einfach so einfangen lassen? Hans hat sie umzingelt und in Schach gehalten. Ich musste sie nur noch abführen. Männer. Bei einer kleinen Spinne die Nerven verlieren. Und bei den Frauen die ganz große Klappe haben. Ne? Ah ja, du kennst dich ja aus mit Männern, ne? Oh, könnt ihr mal aufhören? Bevor euch jetzt wieder in die Haare kriegt, hat jemand eine Idee, wie das Tier ins Auto gekommen sein kann? Meistens kommen die doch in den Frachtkisten, so gesehen. Lautner wohnt nicht im Hafen und arbeitet auch nicht da. Vielleicht hat Anna sein Terrarium sauber gemacht und sie ist ausgebüxt. Ich muss unbedingt zu Frau Jung. Es ist dringend. Sie glauben also, jemand hat die Spinne in das Auto ihres Sohnes gesetzt, damit er gebissen wird? Ja. Oder glauben Sie, die ist durchs Fenster geklettert? Wir leben in Hamburg, aber nicht im Regenwald. Vielleicht hat Ihr Sohn ja die Spinne selber mitgenommen. Das würde er niemals tun. Sicher. Mein Sohn könnte an einem Spinnenbiss sterben. Außerdem hasst er diese Viecher. Fast so sehr wie ich. Ja, das kann ich verstehen. Aber trotzdem, eine Spinne als Waffe, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Hm? Vielleicht hat sich ja jemand einen Scherz erlaubt. Wollte ihren Sohn erschrecken. Darüber kann ich nicht lachen. Ich mach das. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin Maren Sieberts. Ich soll den Dienstwagen von meinem Kollegen Seth Lautner abholen. Haben Sie einen Ausweis für mich? Ja. Hier mal den Empfang quittieren. Den Schlüssel habe ich auch schon gesehen. Ja. Was ist denn mit Herrn Lautner? Er wurde von einer Vogelspinne gebissen. Mit einer allergischen Reaktion im Krankenhaus. Echt? Wegen sowas muss man ins Krankenhaus? Das war sehr knapp. Er hätte sterben können. Sterben? Haben Sie eine Vorstellung, wer Ihnen die Spinne ins Auto gesetzt haben könnte? Frau Siebert? Ach, dann wollte Steph das wirklich machen. Was? Seiner Mutter die Spinne ins Haus setzen. Das ist ein Scherz. Er wollte, dass sie endlich auszieht. Ja? Na, ausgeschlimmert. Ihre Mutter ist hier. Mama. Was ist denn los? Wie konntest du mir das nur antun? Mama, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich meine die Vogelspinne, die du mir ins Haus setzen wolltest. Oh Gott, wer hat denn dir das erzählt? Also stimmt es. Mama, das war doch nicht ernst gemeint, das war ein blöder Witz. Ich zieh nicht aus, hörst du? Niemals. Alleine in diesem großen Haus kannst du nicht mehr leben. Wer entscheidet das? Du? Oh Gott. Frau Siefert hatte recht. Im Terrarium, das im Büroloft steht, fehlt die Vogelspinne. Naja, wer anderen eine Grube gräbt, oder? Er hatte aber nichts mit, wo er die Spinne hätte transportieren können. Er ist doch nicht lebensmüde. Hallo Lilly, der Matt ist hier. Hör mal, du hast gestern Abend was bei mir vergessen. Das würde ich dir gerne wiedergeben. Ruf mich doch an, wenn du es abhörst. Vielleicht machen wir beiden hübsch noch was los heute Abend. Ja? Okay, bis dann. Ciao. Ist
Ist dir dieses Gesülze eigentlich nicht peinlich? Nö. Das habt ihr bei mir vergessen. Absichtlich stehen lassen, Wolle. Ihr habt sie hergebracht, ihr bringt sie auch wieder weg. Entspannung, Wolle, sie wird nachher abgeholt von einem Boten. Bis dahin will ich das Vieh nicht mehr sehen. Ist das zu dir durchgedrungen? Du bist so diskriminierend, dass quasi ein paar Haare und Beine zu viel hat. Ach, übrigens, Frauke hat angerufen. Ihr könnt jetzt mit dem Allergiker reden. Danke. Dann fahrt ihr ins Architekturbüro? Ja, machen wir. Super. Ja. Nimmst du dann bitte meine Jacke und die Rollen? Dir ist doch egal, wie ich mich fühle. Mein Gott, wenn das stimmen würde, dann wäre ich längst weg. Bist du doch. Als du ausgezogen bist, hast du mich da gefragt? Das ist 15 Jahre her. Ja, 15 Jahre, die du Miete zahlst bei anderen Leuten. Und jetzt auch noch China. Mama, das ist eine Riesenchance für mich. Verstehst du das denn nicht? Kannst du nicht hier Häuser bauen? Mama, ich weiß, dass du mich brauchst. Ich brauch dich nicht. Ich komme allein zurecht. Also ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Du willst nicht umziehen? Du willst nicht das Haus von mir umbauen lassen? Und eine Haushaltshilfe willst du auch nicht? Dann bleib doch hier. Das ist aber keine Lösung. Ach, und da hilfst du lieber mit einer Spinne nach. Mama, jetzt... Geh doch nach China. Mama, jetzt warte mal. Ich komme auch gut ohne dich klar. Mama! Scheiße. Das lasse ich mir nicht gefallen. Aber nicht mit mir. Auf keinen Fall. Das ist eine Unverschämtheit. Frau Lautner, was ist denn los? Ich gehe nicht in ein Altersheim. Frau Lautner, wer will das denn? Er will mich loswerden, damit er nach China gehen kann. Aber nicht mit mir. Frau Lautner? Ach, was jetzt? Mann, ist die stur. Naja, alt werden ist auch nicht leicht. Ihre Sachen lege ich mal hier. Ja, super, vielen Dank. Ich setze doch meiner Mutter keine Vogelspinne ins Haus. Das war nur ein Spruch. Ich meinte auch eigentlich eher, dass Ihre Mutter denkt, dass jemand die Spinne in ihr Auto gesetzt hat, weil sie allergisch auf Spinnengift reagieren. Haben Sie mit jemandem Streit? Was mit Ihrem Chef ist, der sauer, weil Sie weg wollen? Naja, begeistert ist er natürlich nicht. Könnte er sie Ihnen nachtragen? Nein. Leitender Architekt bei einem 600-Millionen-Projekt? So eine Chance kann man nicht ausschlagen, das versteht er. Und was ist mit einem gewissen Niklas? Woher kennen Sie Niklas? Er hat versucht, Sie zu erreichen und hat aufgelegt, als ich ihn zurückgerufen habe. Niklas Reitmüller ist nur ein alter Schulfreund. Haben Sie seine Adresse? Wir würden gerne mal mit ihm reden, reine Routine. Sagen Sie, können Sie vorher bei meiner Mutter vorbeifahren, um mal zu schauen, wie es ihr geht? Spannen Sie immer alle ein, wenn es um Ihre Mutter geht? Ja, was soll ich machen? Es liegt wirklich direkt auf dem Weg. Wenn sie aufgeregt ist, dann stürzt sie sich wie besessen in Hausarbeit. Naja, gibt Schlimmeres, um sich abzureagieren, oder? Ja, Sie kennen meine Mutter nicht. Vielen Dank. Ach so, das ist ja spannend. Und Sie fragen ihn gleich mal? Mhm. Vielen Dank für die Infos. Was rausgekriegt? Die Spinne gehört Blumberg, dem Chef von Lautner. Seine Sekretärin hat sie gestern Abend noch gesehen, ist sich aber nicht so ganz sicher. Und außerdem kann jeder an das Terrarium ran. Sie kann die Spinne also auch jeder genommen haben. Aber nicht jeder weiß, dass Lautner allergisch auf Spinnen reagiert. Sie können jetzt zu ihm. Vielen Dank. Was machen Sie denn hier? Vorsicht, ja. Ach, haben Sie niemanden, der das für Sie machen kann? Seit 60 Jahren erledige ich meine Arbeit selbst. Haben Sie doch erst recht eine Hilfe verdient. Sie reden ja wie mein Sohn. Ach, hat der Sie etwa hergeschickt? Naja, er macht sich Sorgen um Sie.
Ja, das würde ich auch so sagen, wenn ich schlechtes Gewissen hätte. Ja, aber uns wäre trotzdem wohler, wenn Sie jetzt runterkommen würden. Ach, die Dachrinne ist doch voll mit Laub. Das kann ich doch so nicht lassen. Sie sollten das Ihren Sohn machen lassen, Frau Lautner. Ach. Schickes Büro. Ich sollte umsatteln. Als Polizist lebt man krisensicherer. Aber nicht so nobel. Im Grunde genommen gehört das hier alles der Bank. Die Spinne gehört aber schon noch Ihnen. Ja, das ist unser Maskottchen. Erstaunlich beliebt bei den Kunden und den Mitarbeitern. Klingt nach regen Publikumsverkehr. Herr Blumberg, sollte sich herausstellen, dass das Terrarium nicht ordnungsgemäß gesichert war, könnte es für Sie als Besitzer Konsequenzen nach sich ziehen. Könnten Sie sich vorstellen, dass jemand Ihrem Mitarbeiter schaden will? Vielleicht fragen Sie lieber mal, wer uns schaden will. Der Unfall von Herrn Lautner ist eine große Katastrophe. Er arbeitet an einem wichtigen Wettbewerb. Wenn wir den verlieren, dann können wir einpacken. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Natürlich tut es mir leid für ihn. Dass er nach China will, stört Sie nicht? Doch. Aber? Was soll ich machen? Steff ist mittlerweile so gut, den kann ich mir in Zukunft sowieso nicht mehr leisten. Kennen Sie eigentlich seinen Freund, den Niklas Reitmüller? Oh, Freund ist gut. Das ist unser größter Konkurrent beim Wettbewerb. Und er arbeitet unfair. Wie meinen Sie das? Er war hier angestellt, bevor er sein eigenes Büro aufgemacht hat. Und jetzt verwendet er unsere Ideen für seinen Entwurf. Er klaut Ihre Ideen? Das haben Sie jetzt gesagt. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, nebenan sitzt Maren Siebert. Sie assistiert Herrn Lautner bei dem Wettbewerb. Sie entschuldigen. Maren, psst, 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 Maren. Ich brauche so schnell es geht die aktuellen Statikberichte wie die Trägerkappen. Ohne die Kuppel sieht der Pavillon aus wie ein besseres Bierzelt. Du, uns rennt die Zeit davon. Was soll ich machen? Der Server ist abgestürzt. Ja, dann hol halt jemand vom IT. Ich kann jetzt nicht, Steph. Ich habe die Polizei bei mir. Ich melde mich, ja? Ma? Haben Sie das gemacht? Ich habe da mitgearbeitet. Sieht gut aus. Ist es aber noch nicht. Wie ich das ohne Steph schaffen soll, weiß ich nicht. Sie kommen ja nicht mal richtig zum Essen. Ja, stimmt. Entschuldigen Sie bitte das Chaos. Nö, stört uns ja nicht. Mich aber. Stimmt das eigentlich, dass Niklas Reitmüller Ihre Ideen geklaut hat? Naja, sein Entwurf ähnelt jedenfalls stark dem von uns. Was sagt Herr Lautner dazu? Immerhin ist er sein Freund. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ist aber Architekten auch nicht anders. Aber Reitmüller hat doch nichts davon, wenn er den gleichen Entwurf einreicht. Doch. Wenn unserer nicht fertig wird. Wollen Sie behaupten, Niklas Reitmüller hat was mit dem Unfall zu tun? Er weiß jedenfalls, wo der Zweitschlüssel zu Steffs Dienstwagen liegt. Aber er arbeitet ja nicht mehr hier. Unser Chef wollte ihn gestern Abend überreden, wieder mit uns zusammenzuarbeiten. Hat nichts gebracht. Moment. Reitmüller war gestern Abend noch hier. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Wie lange wohnen Sie schon da, wo Sie jetzt leben? Zwei Jahre. Ah, in 50 Jahren wissen Sie, was ich meine. Hier habe ich meinen Sohn geboren, hier habe ich mit meinem Mann gelebt, hier ist mein Mann gestorben und hier will auch ich sterben. Ja, wenn Sie weiter so auf der Leiter rumtun, sehe ich da kein Problem. Passen Sie auf sich auf, ja? Sagen Sie, sagt Ihnen der Name Niklas Reitmüller etwas? Nein. Warum? Er ist der Schulfreund Ihres Sohnes. Ach, der Niklas. Habe ich schon lange nichts mehr von gehört. Mhm. Gut, tschüss. Tschüss. Hat Franzi euch erreicht? Ja. Reitmüller haben wir aber nicht angetroffen. Nicht zu Hause, nicht im Büro. Hat die Architektenkammer sich schon gemeldet? Ja. Niklas Reitmüller hat vor 5 Monaten sein Büro angemeldet, seitdem aber noch nicht einen einzigen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Vielleicht laufen die Aufträge nicht so gut?
Ich dachte, Hans hätte das mit dir geklärt. Keine Angst, Kleine. Pass auf dich auf. Ich glaube nicht, dass die gute Frau jetzt besser auf sich aufpasst. Ich auch nicht. Peter 21-2 für Peter 21. Ich habe hier einen Noteinsatz in der Waldstraße 48. RDW ist schon unterwegs. Peter 21 für 21-2. Wir kommen gerade von dort und übernehmen. Jo, verstanden, Peter 21-2. Frau Lautner! Was machen Sie denn für Sachen? Es ist jemand unterwegs. Ich hatte Ihnen gesagt, Sie sollen nicht auf die Leiter gehen. Ist gut, ist gut, ist gut. Es kommt jemand. Hier! Frau Lautner ist wahrscheinlich von der Leiter gestürzt. Guck mal einer an, wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht der Niklas ist, der nicht mit mir telefonieren wollte. Steffi, hier ist Blomberg. Tut mir leid, dass ich störe. Ich habe schlechte Nachrichten. Ja, ich war beim Anwalt. Der sagt, man kann nichts machen. Nennt sich Duplizität von Ideen. Wir können Niklas nicht verbieten, seinen Entwurf einzureichen. Ja, dann müssen wir eben noch besser sein als er. Ja? Okay, ich komme ins Büro. Maren schafft das eben alleine nicht. Eine Frage, war Niklas gestern Abend bei Ihnen? Ja, als Sie die Pläne zum Plotten gebracht haben. Okay. Herr Lautner, das geht nicht. Das ist ein Ruhe-EKG. Na, ich muss auflegen. Ja, ich habe sowieso keine Ruhe. Ich muss ins Büro. Dann verlassen Sie das Krankenhaus gegen meinen ärztlichen Rat. Ja, okay. Herr Lautner, Ihre Mutter ist hier. Oh nee, bitte nicht. Also noch so eine Diskussion, die packe ich einfach nicht. Ihre Mutter kommt Sie jetzt nicht besuchen. Sie wurde gerade eingeliefert. Hey, da seid ihr ja. Herr Reitmüller, ja. Sie kommen mit mir. Hans, du musst noch deinen Urlaubsantrag abzeichnen. Oh. Na Wolle, was hast du denn jetzt wieder runtergeschmissen? Ach, das war das Glas mit der Spinne. Ist nicht dein Ernst, Wolle. Naja, nicht so schlimm, die taucht schon wieder auf. Da. Nee. Alles klar? Spinne ist weg. Ja und? Die wird schon nicht wegkrabbeln und erst echt nicht raus. Da ist kalt. Genau. Ja, ich hole meinen Handfeger. Haben Sie die Spinne in den Wagen von Herrn Lautner gesetzt? Nein. Warum sollte ich das tun? Weil Sie finanzielle Probleme haben? Sie scheinen den Wettbewerb um jeden Preis gewinnen zu wollen. Ja, klar. Deshalb arbeiten Sie auch mit Blombergs Ideen. Die habe ich mitentwickelt. Als Angestellter. Sie haben die Firma verlassen. Steff ist mein Freund. Ich stecke ihm keine Spinne ins Auto. Schon komisch, ne? Immer da, wo Sie auftauchen, gibt es Ärger. Erst heute Morgen bei Ihrem Freund, dann bei seiner Mutter. Was wollen Sie damit sagen? Dass es Zeit ist, offen mit uns zu reden. Nochmal in aller Deutlichkeit. Die Aktion mit der Spinne kann als Mordversuch gewertet werden. Das ist doch lächerlich. Sich aus, als würde ich Witze machen. Warum waren Sie heute Morgen bei Frau Lautner? Sie hat mir 40.000 Euro Startkapital angeboten, wenn ich Steff dazu überrede, bei Blomberg zu kündigen und bei mir mit einzusteigen. 40.000 Euro? Was hätte die Mutter davon? Dass Steff das Projekt in China nicht annimmt. Und sagt, du hast viel Glück gehabt. Glück? Sie sagt, du hast keinen Bruch, nur einen Riss. Und der Knochen heilt auch ohne Operation. Das heißt, du kommst schneller wieder auf die Beine. Und warum guckst du dann so? Mama, wie oft willst du noch Glück haben? Du tust ja so, als ob ich eine Greisin wäre. Ich bin zwar angeschrumpelt, aber kein Fallobst. Und hier oben bin ich noch topfit. Ja, ich weiß. Steph, ich habe nachgedacht.
Ich will dir keine Sorgen mehr machen und ich will, dass du glücklich bist. Niklas war vorhin bei mir, der hat mir auch erzählt, dass China für einen Architekten das Paradies ist. Mama, vergiss es, ich kann dich jetzt nicht allein lassen. Doch, kannst du. Ja, wenn dir was passiert? Man darf sich nie von der Angst leiten lassen, schon gar nicht von der Angst der anderen, hörst du? Wahrscheinlich hat Niklas recht, es ist dein Leben und nicht meins, also nimm das Angebot an. Okay, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Was hast du mit Niklas eigentlich zu tun gehabt? Ich muss dir etwas gestehen. Mhm. Soll ich das SEK informieren? Ja, mach dich nur lustig. Die taucht schon wieder auf. Klären Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Vielen Dank für die Aussage. Bitte schön. Ja. Mathis, habt ihr das Vieh gefunden? Nee. Aber die wetten, dass du dich als Erster drauf sitzt. Laufen bereits. Was hat die Lautner gesagt? Frau Lautner hat ihrem Sohn alles gestanden. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Reitmüllers Aussage hat sich damit bestätigt. Also wenn Reitmüller die Spinne nicht in Lautners Auto gesetzt hat, wer war es denn dann? Also Motiv hat eigentlich keiner und Blomberg würde auf seinen besten Mann im Wettbewerb nicht verzichten. Maren Siebert auch nicht. Die steht ohnehin heftig unter Druck. Irgendjemand anders aus dem Büro? Die haben alle keinen Zugang zum Wagenschlüssel. Also haben wir jetzt ein Opfer, eine Spinne und ein leeres Auto. Ja, Moment mal. Leer war der Wagen nicht. Naja, der persönliche Kram und der Müll. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Zeig mal her. Habt ihr die Sammlung? Ja, klar. Das ist ja bewundernswert, Maren. Und das in der kurzen Zeit. Sie werden es so weit bringen. Ohne Sie könnte ich einpacken. So, dann machen Sie mal eine Pause, ja? Die Pause müssen Sie verschieben. Wir haben Gesprächsbedarf. Den nehmen Sie gerne mit. Dieser Deckel lag im Auto. Und ich wette, wir finden den passenden Behälter in Ihrem Müll. Sie haben die Spinne damit transportiert, richtig? So ein Quatsch. Und wieso soll das überhaupt meiner sein? Diese Becher stehen in jedem Kühlregal. Steff Lautner ist Hyperallergiker. Der verträgt keine Milchprodukte. Ja und? Jeder hätte diesen Puddingbecher nehmen können. Aber nicht den Autoschlüssel. Ich. Ein Anschlag auf Steff. Das ist völlig verrückt. Ohne ihn bin ich aufgeschmissen. Ganz im Gegenteil. Sie konnten Ihrem Chef endlich beweisen, wie gut Sie sind. Sie mussten nur den Zweitschlüssel nehmen, die Spinne ins Auto setzen. Blöd nur, dass Sie in der Hektik den Deckel vergessen haben. Frau Sievert, wir können auch das Terrarium auf Ihre DNA-Spuren untersuchen. Ich wollte nicht, dass sowas passiert. Es war eine spontane Idee, nachdem Stefan seiner Mutter erzählt hat. Sie wussten, dass Lautner allergisch auf Spinnen ist? Ich will doch nicht, dass man daran sterben kann. Steph sollte nur ein paar Tage ausfallen. Weil Sie seine Stelle wollten. Jeder ist sich selbst am nächsten, ne? Was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte gehört, dass einer von uns beiden gehen muss. Das ist ja wohl klar, wer. Warum haben Sie nicht einfach gewartet? Wenn Herr Lautner nach China geht, dann haben Sie den Job doch in der Tasche. Was? Steph geht nach China? Das wussten Sie nicht? Scheiße. Alles nur, weil sie meinen Job wollte. Traurig, aber wahr. Aber sie hätte ihn sowieso bekommen. Dann gehen Sie also ins Ausland. Ja, erstmal für ein halbes Jahr. Niklas hält so lange die Stellung, falls was mit dir ist. Oh, wie edel. Naja, war wohl eher schlechtes Gewissen, das muss ich ausnutzen. Und Ihre Mama bleibt in Ihrem Haus? Ja. Ich habe sie davon überzeugen können, dass ich ein ganz guter Architekt bin und ich darf das Haus umbauen. Machst du ein Altersheim draus? Na, nicht ganz, ey. Aber barrierefrei und nur mit dem Anbau. Eine kleine Einlegerwohnung. Mm, für Sie. Oh, wer weiß. Vielen Dank für alles. Ja, ciao. Alles klar. Grüße an Ihre Mutter. Ja, vielen Dank. Ich komme wegen der Spinne. Jo. Moment. Na, jetzt bin ich gespannt, wie er sich da rausreden will.
Wolle, die war die ganze Zeit bei dir? Was hast du denn gedacht? Leute wie dich, die hätte man früher geteert und gefedert. Früher war man hier auch mal netter zu mir. Oder? Was sagst du dazu? Die fragt sich gerade, wie der Kerl da hinter der Scheibe schmeckt. Irgendwie habe ich mich ja an dich gewöhnt. Er redet mit ihr. Die gibt auch keine Widerworte, im Gegensatz zu manch anderem Giftzahn hier. Über was haben wir heute Morgen gesprochen? Kommunikation? Geht das schon den ganzen Tag so? Seit 2 Minuten. Seit Dienstschluss. Wollen wir sehen uns? Ja, morgen. Hey Lilly, schön, dass du anrufst. Ja, na klar will ich dich noch sehen. Trifft sich gut, ich hab grad Feierabend. Ich komm vorbei. Hat er eine neue Bleibe für die Nacht gefunden? Das fragst du mich. Bist du nicht froh, dass du ihn los bist? Mir geht's wie Wolle mit der Spinne. Irgendwie habe ich mich an ihn gewöhnt. Aber in meine Wohnung kommt er nie wieder.